So. Muss später eh nochmal die Aufnahme unterbrechen, weil ich habe ja meinen Timer nicht laufen und alles. Professional LPs hier. Immer dieses Denglisch, das ich rede, ne? Das ist ja schon ein bisschen eklig. Okay. So, ja. Ist das eigentlich gut genug? Ist das filigranes Werk? Ja, ich muss erstmal die Brille entfernen. Mein Daumen. Ah, mein Handgelenk bricht gleich ab. So, jetzt. So, wir nehmen das filigranste Werkzeug, das wir hier rumliegen haben, den Hammer. Den Hammer bitte. Oder die Axt. Die Axt ist noch besser. Der Tomahawk. Heißt das Ding, oder? Tomahawk? Ich weiß es gar nicht. Ist bestimmt auch wieder Englisch. Alles ist Englisch. Komische Sprache. So, komm. Ich fange lieber nicht an, Englisch zu reden, sonst hassen mich wieder alle. Weil ich ja ach so schlecht Englisch rede. So. Ich bin scheiße, ich weiß. Es tut mir leid, dass ich nicht so fließend Englisch reden kann wie Englischstudenten, die 10 Jahre in England waren. Englisch. Ja. Es tut mir natürlich leid, dass ich so scheiße bin. Na Bob, wie sieht's aus? Besonders hatte ich das schon letzte Aufnahme erzählt, ich weiß es nicht, aber wir heißen ja Uwe. Natürlich heißen wir Uwe. Das hatte ich aber, glaube ich, schon letztes Mal erzählt, denn im Englischen heißt der Typ, also der Arm, den wir spielen, ich spiele ja nur einen Arm, der heißt Nigel. Und das deutsche Äquivalent zu Nigel ist anscheinend Uwe. Ist gut zu wissen. Ist wirklich gut. Das heißt, jeden Uwe können wir also in Englisch einfach Nigel ansprechen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt erzähle. Ich muss ja irgendwas sagen. Später bin ich ja eh wieder am Ausrasten, wenn ich diese ganzen Operationen noch machen muss. Dieses Spiel ist auch verdammt lange, ne? Weil man einfach schon 100 Jahre für diese Operationen braucht. Ja, okay, das wird schon langsam etwas frustrierend. Besonders bin ich mir nicht sicher, ob das natürlich die Spritzen. Ja. Vielleicht kann ich das Gras. Das Gras, ja. Das Glas umstülpen. So. Na, oh, sogar noch ganz. Stabile Gläser haben sie hier. Alles deutsche Qualität. Aus Amerika. Das sieht doch filigran aus. Oh, ich hab das Augen. Nein! Huh! Nein! Mann, jetzt schnappt ihr das. Ja, ich hab's. Also, wie ich jetzt da Augen rausstechen soll. Moment, ich muss das nochmal hinlegen. Oh Gott. Immer diese akkuraten Simulatoren. Ja, das macht's besser. Danke. Das hat mir jetzt. Bitte. Na, komm. Brauche ich hier nicht. Komm schon. Der bewegt sich. Wenn er high ist, dann bewegt er sich nicht mal richtig nach unten teilweise. Das ist echt super. Okay. Jetzt kann ich mich aber. So, ja, das ist die richtige. Oh, okay. Weil ich fange schon wieder an zu schwitzen. Daran merkt man, dass es anstrengend ist. Das nenne ich Entspannung am Wochenende. Surgeon Simulator spielen. Oh, Gott sei Dank. Okay, er verblutet nicht mal. Das ist gut. Hier, Werkzeug. Ja, kann ich. So. Das haben wir ganz nonchalant geschafft. Ja. Ah oh Gott, nicht die Leertaste loslassen. Okay. Die ist für den Daumen zuständig. Und mit der bin ich auch auf dem Daumen. Mit dem Daumen. Bla. So, Bob. Ich glaube, er ist auch im Englischen Bob. Bob ist ja eh so ein Allerweltsname. Glaube ich. Naja, eigentlich eher nicht. Naja, wie auch immer. Ja, ist ja auch egal. Komm. Rafinov erzählt Geschichten. Ich habe nicht gesagt, dass sie wahr sind. Generell
sage ich nie die Wahrheit. Das könnte auch gut sehen. Nein! Das sieht aber irgendwie nicht filigran genug aus. Also ich weiß ja nicht, was ihr da dazu meint. Ihr seid ja alle Professionals in diesem Spiel. Ihr habt sie alle schon durchgespielt. Ja, das sieht, ja. Also entweder ich treffe sein Auge nicht gut genug oder das ist einfach das Falsche. Das sieht gut aus. Ich muss es aber erstmal richtig greifen. Nein. Nein. Da steht sogar Nigels drauf auf diesem komischen Rasiergerät. Tja, gibt's ja nicht. Das muss jetzt aber klappen mit dem. Wenn er nicht verblutet. Ja, so langsam wird's ein bisschen frustrierend. Stirb, stirb. Step. Step. Spritze. Spritze. Jetzt. Alter, jetzt spritz ihn. Ach, ich hab nichts. Ja, geil. Geil. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Bin so froh, dass ich mir den Doktortitel gekauft habe. Ah. Tja. Kommt vor, wenn man seinen Doktortitel erschummelt und dann wieder zurückgenommen kriegt. Dingenskirchen. Super Anspielungen hier. Okay, er hat noch 3000 Milliliter und wow. Ja, das hält auf jeden Fall gut. Es ist gerade echt... Ja, danke. Wow, es ist noch... Nein, nein, nein. Kooperier mit mir, bitte. Ich habe gerade irgendwas in der Hand. Und das war's damit. Das Ding ist doch auch so fein. Wieso geht denn das nicht? Manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht irgendwie. Das ist merkwürdig. Das ist jetzt auch wieder richtig scheiße, wie ich das Ding halte. Ich habe ja auch nirgendwo Platz, das mal hinzulegen. So. Dun, 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 dun. Seh mich an, Bob. Seh mich an. Denk an deine Kinder. Denk doch mal wieder an die Kinder. Scheiße. Okay. Ich halte das jetzt zwar nicht so akkurat, das Ding, aber... Mann, ich will doch nur an die Augen. Oh, leck mich doch. Ich brauch eine Pause. Oh Gott. Ja. Ach, leck mich doch. Oh. Da ist gerade der Hulk in mir hervorgekommen. Kriege ich das denn nur mit diesem Werkzeug hin? Ich würde das ja erstmal gerne akkurat greifen. Nein. Ich wollte auch nicht das... Ach, leck mich doch. Ich kann ihm wieder die Augenbrauen abrasieren übrigens. Ich sehe schon, wir kommen hier super voran. Ja! Ach, leck mich, du alte Putzau. Oh Mann, ey. Ach, komm schon. Lebe, Bob! Lebe! Oh Gott. Meine Güte nochmal. Himmel, Arsch und Zwirn. Hey, das... Okay, Nasekatzen. Ja, das war's mit dem Werkzeug. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie holen wir das Ding da raus?
Ich würde mal gerne die Sachen hier wenigstens akkurat greifen. Dankeschön. Ich finde schön, wie das Auge so... Ich weiß eben auch nicht, ob wir hier das Auge... Ach, Alter, ey. Ob wir hier das Auge mit dem Ding auch rausziehen können oder ob es schon so ein bisschen gelockert sein muss, wie eben hier jetzt. Besonders hat eh viel zu wenig Blut irgendwie für das, was ich noch vorhab. Er hat viel zu viel Blut verloren. Wenn er noch mehr Blut hätte, dann wäre es ja okay. So. Eine kleine Augenbrauenrasur. Geht immer. Ist bestimmt irgendwann mal modern, kann ich mir gut vorstellen, in der Zukunft, ohne Augenbrauen rumzulaufen. Oh! Aber ich verstehe das Ding nicht mal. Also, irgendwie... Oh, die Vorstellung ist auch richtig ekelhaft, wenn einmal das Auge so rausfliegt. Oh Gott. Ist richtig ekelhaft. Dann hoffen wir mal, dass niemand mich als Arzt hat, ne? Haha. Kann ich bitte an das andere Auge dran? Ich weiß jetzt aber auch eben nicht. Das andere Auge war ja auch schon gelockert. Oh Mann. Feinmotorik hier ist echt ein Traum. Das war seine Augenbraue, ich dachte schon. Ich meine, ein Auge können wir erfolgreich jetzt schon mal entfernen, aber das andere, das will nicht. Oh. Da ist schon ein Auge rausgekullert. Bäh. So. Ich würde das jetzt gerne nochmal irgendwie... adäquat entfernen, aber ja, genau so. Danke, Spiel. Oh Gott, und dann müssen wir diesen ganzen Scheiß nochmal im Weltall machen und oh Gott, nee, Leute. Also, irgendwann mal ist auch gut. Verzweifle ich echt noch dran. Also im Ernst jetzt. Ja, das sieht gut aus. Kann ich jetzt bitte... Das ist so akkurat hier, ne? Also das ist echt ein Wunder der Technik. Ich will nur... Komm schon! Ja, komm. Schmeiß alles noch um. Okay, ich leg dieses Werkzeug jetzt nochmal hin. Mein ganzer Arm voller Blut ist. Ist ja wie bei einem Massaker hier. Ist ja auch Massaker. Ja. Ich tippe hier auch nur wie verrückt auf der Tastatur rum. Ich muss dieses Werkzeug mal ein bisschen... So. Ich muss das mal anders greifen. Das bringt mir nichts, wenn ich das immer so hinschmeiße. Wenn man das einmal so doof hat. Na, das ist zumindest ein bisschen besser. Zudem er gerade noch verblutet, wollte ich anmerken. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Solange es mir gut geht, sind ja alle zufrieden, ne? Boah, ne, dieser Bob, ne? Ist ein richtiger Bob. Um es mal auf Ton zu haben. Auf Band. Okay. Ich glaube, er hat sich geschnitten im Gesicht. Das passiert, wenn man sich die Augenbrauen rasieren will. Also, Kinder, bitte rasiert euch nicht die Augenbrauen. Danke. Ich habe ja auch schon mal beide Augen rausgekriegt, aber dann ist er ja verblutet. Jetzt scheitere ich irgendwie hier an allem. Aber mit dem Werkzeug sollte das ja gehen, aber ich treffe sein Auge nicht. Ich treffe es einfach nicht. Seine Augenlider. Besonders, wie kriege ich dann diese anderen Augen rein? Wie soll ich denn das anstellen? Okay, das war's damit. Und er verblutet wieder. Alter, jetzt. Ja, geh weg. Geh bitte weg. Ich kann ihn jetzt nochmal spritzen, wenn ich die... Oh ja, da habe ich sie. Boah, das war super.
Okay, da haben wir dieses komischere Augenbrauen-Rasiergerät. Ja, geil, ich sitze jetzt schon 15 Minuten an dieser verdammten... Ach, leck mich doch. Schere. In your face, Bob. Okay, cool. Er blutet aus den Augenbrauen raus oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja kein Experte. So, Blutung ist gestoppt worden. Ich habe natürlich noch einen Laser hier. Der bringt mir ja äußerst viel. Ich meine, wir sollen ihm ja nicht die Augen lasern, sondern sie operieren. Also habe ich es zumindest soweit verstanden. Vielleicht hätte er auch eine Augenlaserung gekriegt. Vielleicht ist er ja gerade noch wach und eigentlich sind nur seine Augen betäubt und keine Ahnung. Kann auch gut sein. Vielleicht kriegt er alles gerade am eigenen Leibe mit und stirbt qualvoll. Geht natürlich auch gut. So. So ein Stift ist natürlich auch immer gut. So, Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ja. Ich krieg das Auge nicht raus. Das gibt's doch nicht. Sie mussten ja sein Körper wurde ja fixiert, aber nicht sein Kopf. Es ging nicht, nee. Kopf fixieren ist zu schwierig. Okay, ich würde sagen, das war's mit ihm. Oh Gott. Da fliegen die Augen noch in Zeitlupe raus. Das ist... Wow, hat ja nur... Wow, 16 Minuten. Oh Gott, das ist so toll. Ich würde sogar noch mal gerne ins Menü zurück. Ja. Besonders, wir haben schon diese Krankenhausoperationen gemacht. Warum hatten wir die nicht gespeichert? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist die Steuerung. Und hier unter den Disketten sind auch... Da fehlt, glaube ich, die eine. Ist echt merkwürdig. Hier, Team Fortress ist auch noch alles hier, das stimmt schon. Optionen. AE. Schatten niedrig. Na, super. Ah, da sind wahrscheinlich echt ein paar Einstellungen noch dazugekommen. Okay, das lag dann an diesem Update. Dann unterbreche ich jetzt einfach mal kurz die Aufnahme. Und dann kann ich hier nochmal die Einstellungen hochdrehen. Das ist ja merkwürdig. Aber kam mir von der Grafik jetzt schon besser vor, obwohl die Einstellungen noch nicht mal hochgedreht sind. Komisch. Ja, ich weiß, wir sind furchtbar weit gekommen dieses Mal. Also, danke und tschüss, bis gleich. Okay, da sind wir wieder zurück und, ja, wir gehen nochmal in die Operation rein. Ich habe jetzt übrigens die Einstellungen alle nochmal hochgedreht. Da gab es jetzt so ein paar extra Optionen. Aber das ist ja nicht allzu schlimm. Okay. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, warum wir den Ambulanz, also diesen Krankenwagen-Modus quasi, den hatten wir ja schon. Ich weiß nicht, warum der jetzt weg ist. Wir haben auch hier alles. Ah, es kann aber sein, dass wir erst noch diese beiden Operationen abschließen müssen, damit wir die restlichen hier freischalten. Ist trotzdem irgendwie merkwürdig, dass mir die Modi hier weggenommen worden sind. Okay, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich noch erfolgreich die Augentransplantation und die nächste noch durchführen. Ach Gott im Himmel. Wenn ich das denn irgendwie hinkriegen würde. Bob. Bitte, Bob. Tu uns beiden einen Gefallen. Und nimm den Hammer in dein Gesicht. Geil, schon mal Blut auf der Hand. Super. Okay, da haben wir schon mal die Augen runtergekickt. Da ist sogar ein Auge mit dem Smiley drauf. Das sieht natürlich süß aus. Boah, ey. So. Ah. Okay, das hat sogar relativ gut funktioniert. Ich sag ja, hier sind Experten am Werk. Moment. Die Betäubungsspritze hier ist echt essentiell. Erstmal versprechen. So. Die Spritze liegt auch wieder sehr perfekt für mich. Oh Gott. Ja. Danke, Spiel.
Kann ich den jetzt irgendwie... So. 5000 Milliliter hat er noch. Und nun müssen wir die Augäpfel entfernen. Okay, tschüss. Komisches Glas, das in Zeitlupe weggeflogen ist. Frag mich nicht, ey. Ich glaube, das ist nicht gut genug, dieses Werkzeug. Ich glaube, da bin ich umsonst dran. Nee, ich brauche dieses Akkurate. Und zwar... Das ist irgendwo hier, da ist eins. Ich glaube, es dürfte zwei von diesen... Was ist denn los? Warum fliegen die Sachen hier so komisch weg? Kann diese komische Zange mal... So. Ich muss aufpassen, weil zumindest ein paar Augäpfel muss ich schon noch behalten, ne? Damit ich hier und so operieren kann. Leute, ich bin jetzt echt schon wieder am Verzweifeln, ne? Also, man merkt es mir vielleicht nicht an, aber doch. Komm schon. Ach Mann, ey. Jetzt blutet der da wieder. Der Sack. Tja, das kommt davon. Wenn man sich mit dem Scheiß operieren muss. Ich meine, Augenzange habe ich ja auch nicht, um die Augen offen zu halten. Also... So, jetzt sind die Augen offen. Jetzt habe ich einfach so den Augapfel mitgedreht. Aber er will ihn nicht aufpieksen. So, mal kurz aufrichten. Augen auf, Bob. Ich bin doch an seinen Augäpfeln. Ich sehe das doch, dass ich die mitbewege, aber... Der will die nicht aufpieksen. Langsam wird's frustrierend. Okay, er verliert Blut. Too much blood. Kann ich bitte auf 0 runter? Okay, 0 geht nicht. Er verliert immer noch Blut. Aber zumindest sehr, sehr wenig. Weniger als 1 Milliliter pro Sekunde anscheinend. Obwohl, er verliert überhaupt gar keins gerade. Naja. Steht noch 1 Milliliter da. Und ich habe das Werkzeug nicht mitgenommen hier. Ich frage mich aber, es gibt hier garantiert irgendwelche Tricks, mit denen man besser vorankommt. Da bin ich mir sicher. Ihr seht, ich kratze hier gerade... Das ist eine richtig ekelhafte Vorstellung. Ich kratze hier gerade an seinem Auge. Oh ja, hat funktioniert. Sehr schön. Habe ich noch ein zweites? So, es verliert aber echt 1 Milliliter pro Sekunde. Das ist nicht so gut. Ein Fall für Dr. Nigel Uwe Rafinov. Ist ein guter Name. Dem Ding komme ich ja bestimmt nicht rein, ne? Wollte gleich beide Augen pieksen gehen. Ich glaube, mit diesem Großen geht das echt nicht. Okay, ich muss ihn mal wieder spritzen. Ein Fall für die grüne Spritze mit unbekannten Flüssigkeiten drin. So. Voll ins Gesicht gerammt. Das kann hier mal weg. Hier ist noch eine Schere. Und... Ja, komm. Weißt du was, ziehen wir erstmal das Ding hier raus. Ja, das sieht gut aus, Bob. Würde ich so behalten, wenn ich ehrlich bin, wenn ich du wäre. Aber... Ich helfe dir nochmal mit einem zweiten hier, während ich dir ins Gesicht piekse. Sieht echt wunderschön aus. Ah, es hat gerade mein Zeigefinger gejuckt. Der meiner Maus. Das mit Virtual Reality zu spielen wäre schon interessant irgendwie. Also auch mit so einem Handschuh irgendwie, der die Übertragungen, der die Bewegungen ins Spiel überträgt. You know. Ah, Mann, der verliert mir schon wieder zu viel Blut. Ja, sehr schön. Okay, sehr gut. Spritze, 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 Spritze.
Null, sehr schön. Okay. Dann lockern wir jetzt noch das andere Auge. Ich stelle mir gerade vor, was meine Nachbarn denken, wenn sie das hören. Ich rede hier über irgend so ein Operationszeug. Ja, aber die halten mich wahrscheinlich sowieso schon für verrückt. Okay. Das sieht gut aus. So, dann können wir jetzt an das komische Ding hier dran gehen. Das habe ich noch nie im Leben gesehen. Vor diesem Spiel, meine ich. Es vibriert so schön. Von der Form her könnte es auch was anderes sein, aber... Ja, lassen wir das mal. Kann ich mal bitte da rein? Ja. Also das Ding scheint ja irgendwie zu funktionieren. Irgendwann mal ploppen dann die Augen so raus. So, plopp. Blut verliert er aber immer noch. Ah. Sieht gut aus, Bob. Sieht gut aus. Mir gefällt deine neue Augenbrauenrasur. Ich meine, die kriegt er ja gratis dazu. Nicht wundern, ich bin hier gerade sehr... Ah, konzentriert. Ich verkrampfe mich gerade voll auf der Tastatur. Ich muss das Ding mal kurz ablegen. Ah. Ah, kurz mal die Hand ausschütteln. Vielleicht kommt es mir auch immer nur so vor, aber das ist irgendwie etwas unangenehm. Ich weiß ja nicht mal, ob ich das Auge damit aufstechen kann. Augenbrauenrasur. Ah, das sieht doch wunderschön aus mit den Augenbrauen. Also muss man mir schon lassen, als Friseur hätte ich da schon viele Chancen mit. Ich kann ja den Look einführen ohne Augenbrauen. Das wird dann eine neue Ära. Das machen dann alle hippen Leute. Die rasieren sich dann die Augenbrauen. Ja, wobei das ja auch schon manche machen, die dann die Augenbrauen rasieren und dann nachziehen lassen. Bäh. Ich weiß ja auch nicht. Oh, da ist es draußen. Da ist es rausgeploppt. Habt ihr das gesehen, Leute? Das war voll gewollt. Das war meine Intention dahinter. War es ja wirklich, aber... Ich frag mich gerade... Komm schon. Oh, meine linke Hand. Ich verkrampfe mich die ganze Zeit voll da drauf. Keine Angst, Bob. Nächstes Mal können wir dir neue Augenbrauen transplantieren. Einfach so abschneiden. Ja. Also das mit den Augenbrauen klappt ja schon gut, muss man sagen. Aber das will ich ja hier nicht. Dann ist nur die Frage, wie ich die am besten abkriege. Die hängen da ja noch fest. Wer hat's gedacht? Wer hat's gedacht, dass die Augen nicht einfach lose in der Augenhöhle rumliegen? Nee. Mir fliegen die auch manchmal so raus. Ist gar kein Problem. Naja, so treffe ich gar nicht. Also, ich würde echt gerne mal wissen, wie das die Profis hier machen. Surgeon Simulator Profis. Oh Gott im Himmel. Ja! Ja! Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Oh Gott sei Dank. Okay, ich gebe ihm nochmal eine Spritze. Dass er kein Blut mehr verliert. Hoffe ich mal. Ja. Sieht gut aus. Also ich würde das jetzt so lassen. Da liegt übrigens noch ein Auge auf dem Boden. Das kann später die Putzfrau aufwischen. Die putzt dann einfach hier. So, jetzt frage ich mich, kann ich die auch rausziehen? Ich glaube ja nicht, die müssen wir schon abschneiden, bin ich mir sicher. Aber die sind auch schon so ein bisschen... Wie gehe ich denn da am besten vor, dass ich die abschneide? Das Problem ist, dass ich mit diesen... Oh Gott, nicht selber spritzen. Dass ich mit diesen Werkzeugen hier ihn eigentlich eher steche. Also ich füge ihm eher Schaden zu, als dass ich ihnen damit helfe. Ja, wobei, das war ganz gut gerade, aber da muss ich schon sehr, sehr akkurat vorgehen, was hier nicht wirklich möglich ist. Sieht echt wieder wunderschön aus.
Sonst will ich ja schon wieder 11 Minuten dran sitzen. Also ich, ja, das Analoge ist ab. Scheint aber echt so zu funktionieren, ne? Kann ich das Ding vielleicht umdrehen? Und dann nochmal auf der anderen Seite machen. Ein guter Arzt muss auch mit einer Hand operieren können. Ja, ja. Ist ja auch egal, wenn... Also, ne. Ist ja egal, ob dann die Operation scheiße ist. Hauptsache, er kann es halt mit einer Hand. So. Und natürlich mit verbundenen Augen. Das ist natürlich noch besser. Ja, wir haben erfolgreich beide Augen entfernt. Achievement get. Habe ich jetzt nicht wirklich, aber das wäre schön. So, wie kann ich jetzt die beiden Augen reinmachen? Mir fällt da gerade was ein. Kann ich die vielleicht aufpieksen und dann mit dem Ding einfügen? Ich kann es mal kurz ausprobieren. Nein! Oh! Heilig! Okay, das war's mit dem Ding. Das war... Ja, komm, geh weg. Geh weg, Uhr. Human Eyes. Ist mir gerade zu unsicher. Ich will irgendwie dieses Ding da schnappen. Auch genannt Behälter. Ha! Ich hab's. Ich hab's. Sind ja noch überhaupt welche drin? Ja. Okay, dann schnappe ich mir ein Auge. Wow. Das ging gut. Ich kann mir das jetzt aber nicht einfach so reinstopfen, oder? Doch! Ha! Perfekt! Das sieht doch super aus. Ist aber auch cool, wenn ihr so neue Augen habt, dann könnt ihr euch so ein blaues und ein grünes machen. Oder so ein lilanes. Oder ein rosanes. Boah, das wäre doch super. Ein rosanes Auge. Ist das nicht toll? Hier, noch ein braunes. Dann hat er einmal ein braunes und einmal ein... ist doch voll der Aria. Guckt euch das an, Leute. Yes! Ha! Juhu! Okay.